Weg zur Kirche ist nicht weit. Die Kirchenglocken rufen mich, sie rufen mich und rufen dich. Vater, Mutter, Großmama, meine Freunde sind schon da. Alle Leute, groß und klein, stimmen in das Loblied ein. Halleluja, Halleluja, komm doch mit, komm auch dazu. Halleluja, Halleluja, komm doch mit, komm auch dazu. Hallo und willkommen zum Fargo. Und heute machen Frau Melchius und ich es nicht allein. Wir haben heute tatkräftige Unterstützung von unseren Diakonen Martha und Christoph und Raphael. Es ist Pfingsten. Und das ist neben Ostern und Weihnachten ein ziemlich wichtiges Fest für Christen. Und es beginnt ein bisschen kompliziert. Erst ist Jesus gestorben, dann auferstanden und war eine Weile mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann war Himmelfahrt und jetzt ist er endgültig nicht mehr bei seinen Jüngern. Ihr wollt wissen, was die Jünger da ohne ihn gemacht haben? Wir zeigen es euch und wir zeigen euch auch, was es mit dieser Flamme in der Hand auf sich hat. Es ist Pfingsten. Die Jünger sind gerade in Jerusalem. Dort gibt es ein großes Fest und alle Leute sind schon auf den Straßen. Nur die Jünger nicht. Die sitzen im Haus und zerbrechen sich ihre Köpfe. Was sollen wir nun machen? Also, was sollen wir ohne Jesus machen? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Erst ist er von den Toten auferstanden und jetzt ist er doch wieder weg. Und fragt eigentlich niemand, wie es mir geht? Immerhin war ich Jesus Lieblingsjünger. Mich trifft es am meisten. Du willst Jesus Lieblingsjünger sein? Pah! Wenn jemand sein Lieblingsjünger war, dann wohl ich, oder Andreas? Oh, jetzt hört doch auf zu streiten. Petrus, du warst natürlich nicht der Lieblingsjünger von Jesus. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Psst! Ich glaube, ich höre etwas. Ach, Thomas, jetzt hör aber auf. Du glaubst doch nur, was du sehen und anfassen kannst. Jesus hatte doch noch was gesagt. Kurz bevor er in den Himmel aufgestiegen ist, was war das nochmal? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet überall von mir erzählen, bis ans Ende der Welt. Psst, ich glaube, ich höre etwas. Ja, Thomas, schon gut. Nein, wirklich, ich höre was. Hört doch mal hin, seid doch mal still. Was ist es denn? Was hörst du denn? Da ist sowas wie ein Rauschen. Ich habe auch manchmal so ein Rauschen. Oh, ich kann Petrus kaum verstehen. Ich will jetzt wissen, wie das mit dem Heiligen Geist war. Was ist das? Ist er schon hier? Nein, das merkst du. Wie, das merke ich? Na, das merkst du eben. Stell dir vor, du fühlst dich einsam und hast Angst. So wie wir gerade. Dann ist der Heilige Geist eine Kraft, die dich trotzdem weitermachen lässt. Sie sagt, fürchte dich nicht, gib nicht auf. Und dann ist es so, als wäre Jesus hier. Hier bei uns. Und woher weißt du das? Ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Gefühl. So, als würde sich da etwas anbahnen. Psst, ich glaube. Ja doch, du hörst irgendwas. Moment, ich auch. Da ist wirklich was. So etwas wie ein Rauschen oder Brausen. Genau in dem Moment fuhr ein kräftiger Wind in das Haus, in dem die Jünger saßen. Es sauste und dröhnte und es zerzauste die Haare. Und danach erschienen Feuerzungen über den Köpfen der Jünger. Und sie begannen, von Jesus zu erzählen. Und zwar so, dass jeder auf der ganzen Welt sie da auch verstehen konnte. Die Jünger, die hielt es nicht mehr auf ihren Stühlen. Vorbei war die Angst und auch ihre Trauer. Und sie standen auf und gingen hinaus zu dem Fest. Und sie erzählten allen, was geschehen war. Und was sie mit Jesus erlebt hatten und was er ihnen beigebracht hatte. Und die Leute hörten ihnen ganz fasziniert zu und sie verstanden sie. Die Geschichte von Jesus von Nazareth verbreitete sich auf der ganzen Welt und wurde überall erzählt. Und das schon seit über 2000 Jahren. Und auch uns steckt sie heute noch an. Denn wenn wir auseinander gehen,
bleibt die Gemeinschaft doch bestehen. Dein Segen, Kind, für alle Zeit und Frieden und Geborgenheit. Halleluja, Halleluja, komm doch mit, komm auch dazu. Halleluja, Halleluja, komm doch mit, komm auch dazu. Ich und du. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.